sind wieder da. Willkommen zurück. Freust du dich auch so? Ja. Ach, jetzt hast du mich gestummt. Gestummt? Ja, ich war hier gerade schön in meinem Bug gefangen und jetzt hast du mich aus dem Bug rausgestoßen. Ja, verdammt, bei mir bist du gerade weggelaufen. Ja. Naja, wir haben die Zeit genutzt und haben Dinge getan. Wir haben hier umgebaut, wie man sehen kann. Ich habe meine Lager gebaut, das ist nicht toll. Ich habe ein bisschen sortiert und so. Wir haben die Maschinen hier neu sortiert und wir haben eine mini kleine Stromproduktion. Philips Laterne haben wir hier. Mini klein trifft es ganz gut, ja? Ja, weil da kommt ja noch was. So, das mussten wir ja jetzt noch nicht so ausbauen. Genau, und die wichtigsten Geräte haben wir hier. Wir haben, glaube ich, auch nichts Neues gebaut offscreen. Wir haben einfach nur neu sortiert hier. Und die Tröten hier aufgebaut. Und doch, eine Sache habe ich neu gebaut. Ich habe mir meinen Traktor, der jetzt natürlich leer ist wahrscheinlich, ne? Natürlich. Natürlich. Ich würde dich gerne damit rumheben, aber es geht leider nicht. Ja. Naja, ich habe mir einen Traktor gebaut. Ich hatte also auch ein Gefährt zum Rumfahren. Möchtest du nicht mit mir zusammenfahren? In unserem tollen Rover? Ja, doch. Jetzt... Ja. Doch. Wir stehen ja immer noch vor dem Problem mit unseren blöden Tetraedern, nachdem das ja schon bei unserem ersten Test eigentlich so gut wie funktioniert hat und dann bei den 2, 3 Versuchen danach irgendwie trotzdem nicht mehr. 2, 3, 4, 5, 6. Nein, so viele waren es glaube ich nicht. Auf jeden Fall sieht man hinten am Rover ganz viele von diesen mittelgroßen Generatoren gebaut und vorne haben wir auch noch einen dranhängen. Plus die Windturbinen und dann haben wir noch unseren zweiten Rover, der auch voll bestückt ist mit Batterie, Windturbine und hast du nicht gesehen? Und wir haben sogar dort noch eine Plattform, eine neue installiert mit noch mehr Windturbinen. Richtig, in der Hoffnung, dass es jetzt endlich langt. Ich bin immer noch nicht begeistert von diesem Weg. Wer hat den denn gebaut? Mann. Ja, blöd, ne? Ja. Und ich frage mich... Wenn wir jetzt die anderen Tetraeder irgendwann freischalten wollen, wie transportieren wir den ganzen Kram? Mehr Rover. Das ist wahnsinnig spannend. Ja! Wir machen einfach einen XXL-Rover. Ich würde sowieso dann auch wieder hier einen Rover draus machen. Oder so, vielleicht. So. Nein, ich will meinen eigenen Software. Und schaut mal, was wir rausgefunden haben. Man kann die Dinger an die Wand klatschen. Oh, stimmt, das war neu, ja. Was ist das denn? Das ist für hier tatsächlich sehr praktisch. Flash. Und weißt du noch, was ich letztes Mal zu dir gesagt habe? Wir sollten hier nichts mehr wegnehmen und so, weil wegen, dann vergessen wir bestimmt wieder was ranzumachen. Bestimmt ist der ausschlaggebende Punkt diese kleine Windturbine, die ich abgemacht hatte, um meinen Traktor zu laden. Die ist nicht mehr da, die zusätzliche. Du bist schuld. Und ja, wahrscheinlich funktioniert es gleich nicht. So ganze Anmoderation nochmal von vorne. Ja, so ein Mist, so ein Blöder. So, ich habe aber den Punkt gefunden. Ach, verdammte Axt, wir haben ja noch zwei von diesen. Ah ne, stimmt, passt, alles gut. Hab nichts gesagt. Ich habe nämlich einen Platz für unseren mittelgroßen Generator hier hinten. So. Sehr gut. Und ich habe noch für hier vorne. Genau, dann haben wir nämlich jetzt einfach die Sitze abgebaut. Oh, guck mal, da ist hier aber das Ding fast leer, ne? Ja, warte mal. Ich würde ganz gerne die Generatoren in 2 Cluster packen. Weil dann kannst du vorne die anmachen und ich kann die hinten anmachen oder so. Ich muss aber auch dann zu dem anderen Rover noch rüberrennen. Was machst du denn da bitte? 2 Cluster? Ja, ich hatte... Nein, weil hinten hatte ich das schon geclustert, aber vielen Dank dafür. Hier sind nämlich noch 2. Hier hinten. Warte. So. Da, du musst das machen, ich komme nicht hin. Ja. Und das ist aber nicht schön so. So. Jetzt haben wir hier quasi 6 Stück. Mhm. Und wie viel hast du auf dem anderen? Einen, aber der ist ganz hinten. Ich packe das aber mal schnell um. Den packe ich nach vorne, dass ich da auch gleich rankomme und gleich anschließen kann. Und der Rest sind eh nur Windturbinen. Und sonst haben wir, glaube ich, keine Generatoren mehr, ne? Die noch irgendwo jetzt... Ja, also die gut, kleinen wir könnten hier, die kleinen, aber haben wir da... Einen Böbel hätte ich. Es kostet ja nichts. Ja, hier ist ja eh Gemüse außenrum, also Grünzeug. Ich such mal hier mir schnell ein bisschen was zusammen. So, siehst du? Schon fertig. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit, das ist irgendwie seit einem von den letzten Updates, bleibe ich immer auf dem Boden hängen. Ja, ich auch. Also irgendwas ist da mit der Kollisionserkennung wohl nicht mehr so optimal. Also ich finde es halt echt ein bisschen nervig, ne? Weil du läufst und hängst.
Dann läufst du wieder und dann hängst du wieder. Ja, ja, zwischendurch habe ich das auch. So, nee, stopp. So, ich würde sagen, wir warten mal, bis der Wind einsetzt. Vielleicht. Also wenn du jetzt sagst, dann stöpsel ich an, ja? Genau, ich halte mich auch schon mal bereit. Der Stecker ist lang genug. Aber es dreht sich ja jetzt noch nicht wirklich was von den Turbinen, aber sie fangen jetzt langsam, fangen sie an. Okay, jetzt. Und jetzt, ja. So, der Generator an. Bei dir läuft schon alles? Nein. Der Generator. Welche bewegen sich? Jetzt läuft alles. Jetzt fährt auch unser Tetraeder runter. Mal gucken, ob es langt. Ich halte mich mal hier mit meinem Kohlenstoff schon bereit. Bei diesem anderen mittelgroßen. Es sieht gut aus. Anna! Sag das nicht! Endlich. Wir warten ein Pixel so weit! Endlich! Oh Gott! Aber guck mal hier, die Rover, die bleiben voll mit Energie. Ah! Oh, nein! Ja! Sehr gut! Endlich! Endlich geschafft! So, ich mach mal schnell alles wieder aus. All den Monaten. Ohne Praxen. Monaten. Waren tatsächlich. Wir haben jetzt tatsächlich ja irgendwie 2-3 Monate Pause gemacht, um uns einfach mal wieder ein bisschen zu sortieren. Und deswegen ist ja umso schöner, dass es jetzt gleich mit einem Erfolg weitergeht. Ich bin begeistert. Ja, schön. Ist doch nice. Bevor wir da reingucken, ich würde jetzt gerne mal außen gucken, weil wir haben ja diese zwei Tetraeder, die übereinander sind. Wollte ich auch gerade vorschlagen, ja. Ja, das andere ist aus. Müssen wir jetzt... Was passiert, wenn wir das andere auch anmachen? Das weiß ich nicht. Ich würde ja mal vermuten, dass dasselbe rauskommt wie unten. Weil es ja, glaube ich, vom selben... Also du kriegst ja immer so unterschiedliche Steine raus, ne? Und da die ja übereinander gespawnt sind, was ja vermutlich durch diesen Update-Bug kam, vermute ich, dass das derselbe Stein ist. Aber wir können das dann gerne testen. Aber ich würde tatsächlich... Oberflächenerhebung 3 wäre dies hier. Oh, du hast schon reingeguckt? Entschuldigung. Achso, weil es hell leuchtet. Ja. Ja. Gut, woanders können wir ja eh noch nicht hin. Aber wir brauchen, warte mal, wir müssen alles freischalten, damit wir dann an diesem dunklen Schnittpunkt dieses Ding bekommen, was wir auf den extraterrestrischen Trabi da bringen können, ne? War das so? Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr. Ich weiß, dass wir zum Mittelpunkt der Erde mussten. Und hätten wir das nicht bekommen, wenn wir die anderen nicht freigeschaltet gehabt hätten. Ich bin gerade verwirrt. Oh, da muss ich nochmal gucken. Ich parke jetzt erstmal schnell um. Also wenn du möchtest, versuchen wir das gleich oben nochmal. Die Energie sollte auf jeden Fall lang, also weil wir haben nicht mal die Batterien von den Rovern haben wir nicht mal angekratzt jetzt bei der Aufladung. Ja. Also ich denke, das ist alles über diese mittelgroßen Generatoren gerade tatsächlich gelaufen. Wir brauchen aber auch noch einen neuen Rover. Tatsächlich. Nee, doch. Einen haben wir doch hier. Also so ein, ja, als Rover meine ich auch so ein Anhängerteil. Du bist irgendwo eingestiegen. Ich find, ja. Nein, nicht wegfahren. Warum nicht? Weil ich gerade rückwärts andocke. Ich wollte den... Ja, und wir können doch da sowieso so nicht hin. Wir müssen doch einzeln hoch. Und wenn wir doch zwei Sitze haben, können wir doch einzeln hoch, oder nicht? Ja, können wir. Ich wollte gerade einen langen Zug bauen. Nein, aber uns fehlt trotzdem ein Anhänger, weil wir jetzt ja hier noch ganz viele Sachen rumliegen haben, die wir hier mühsam hergeschleift haben. Die wollen wir ja wieder mitnehmen. Na, klappt das mit dem Fahren, ja? Ja, das klappt wunderbar. Ja, sehr gut. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Dafür ist es hier oben nicht mehr so einfach. Ich glaube, wir müssen hier noch irgendwie eine neue Rampe hinbauen. Das glaube ich auch. Du bist wieder irgendwo ausgestiegen? Oh, das nervt, ey. Aber mit mir bleibt. Hallo, Entschuldigung, dass ich aus- und einsteige. Nein, alles gut, aber das Spiel hängt halt immer so 2-3 Sekunden, wenn du irgendwo einsteigst, weil das dann gespeichert wird. Ich habe das Gefühl, du suchst nach Ausreden, dass ich nicht fahre. Nein, du kannst gerne fahren, solange, wenn du fährst, ist ja alles gut. Nur beim Einsteigen gibt es das Problem, weißt du? Ich steig nochmal ein. Okay. Ich hätte einfach vorne vielleicht das Ding dran machen sollen. Das hole ich gerade. Achso. Ja, das ist ja dann auch praktisch. Okay. So, 1, 2. Dann brauche ich noch den Tank.
Aber ich muss tatsächlich, ich muss dich enttäuschen, ich muss erstmal irgendwo ein Loch fressen, weil dieser Erdtank ist leer. Ich steig nochmal aus, ne? Ich kann ein bisschen Erde andocken, eben, aus meinem Rucksack. Das wird nicht lang. Weil wir. Nee, aber es wäre ein bisschen was. Hört dann halt nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass du auffüllen kannst, sondern du kannst nur entnehmen. Ach so, okay. Was machen wir denn da? Ach komm. Das wird jetzt ja logistisch etwas interessant. Warum? Naja, vielleicht hattest du recht mit dem Hänger, aber nö, ich trag das jetzt. Das wird ein bisschen dauern. Ich will nicht, dass er es merkt. Na, das ist schon der beste Weg. Also, ne, das werden auch die Zuschauer sehen, die jetzt gerade hier bei mir. Oh, und dann bleibst du noch hängen, weißt du? Dann bleibst du noch an einem Alpha-Stückchen hängen. Das ah, warte, ich kann es ja auch so machen. Darfst du jetzt nicht über die Rampe werfen. So, ich versuche es erstmal wieder irgendwo hier rauszukommen. Hallo? Ich bin verloren. Da ist es natürlich blöd jetzt. Finde mich wieder. Ach, da komm, guck mal, da komme ich raus. Hallo. Hä? Bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin hier oben. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich baue hier wild. Oh. Hä? So, dann würde ich dich da nochmal an die Wand klatschen. Oh, ich bin ums Tetraeder rumgefahren, deswegen hat es nicht geklappt. So. Von wo aus mache ich denn die Rampe jetzt? Ich denke mal, von hier hinten aus irgendwo. Das geht nicht. Kann ich denn nur nicht? Ach, du kannst nur den Boden kreieren vom Fußboden aus. Also ich kann jetzt hier nicht eine Plattform raufbauen. Hä? Aber das... Ich hätte gedacht, ich könnte jetzt hier eine Plattform ranbauen. Ich komme! Weißt du, wie ich meine? Wie eine Plattform ranbauen? Ja, ich stehe jetzt hier oben. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt hier so eine Plattform bauen können, einfach. Von oben Mist. Dran modellieren. Entschuldigung. War vielleicht ein bisschen viel. Versuchst du mal ein bisschen weniger. So. Gut, dann trage ich. Ja, ich helfe. Moment, ich räume hier nur erstmal gerade wieder ein bisschen den Dreck weg. Oh, jojojojo. So, ein bisschen Platz gemacht. Flop. Was genau muss jetzt alles mit? Ich befürchte alles. Alles ist zu viel, das ist mir hier irgendwie zu weit. Ich will einen anderen Weg haben. Da kommt gerade eine Plattform angelaufen. Huch! Oh Gott, bist du gestorben? Nein. Okay. Es hat nur geplatscht. Vielleicht hätten wir den Rover nehmen sollen. Aber das wäre doch zu einfach gewesen. Das stimmt. Das ist mir egal. Ich mag es, wenn es einfach ist. Aber es ist lustiger, wenn es kompliziert ist. Und der Zuschauer denkt sich so, genau. Ja. Next. So. Stopp. Flop. Und das reicht bestimmt nicht. Doch, das reicht. Wir sind schon fast fertig. Ja. Du wirfst gerade mit... Hey! Warum haut denn hier unsere blöde Windturbine ab? Das wollte ich nicht. Eine flog noch. Ne, die ist hier an dem Rover vorbeigefallen. Die hab ich. Ja, zum Glück sind diese Stromverbindungen so ultra stabil, dass so ein Rover-Anhänger oder Rover wie auch immer auch einfach mitten in der Luft hängen bleiben kann. So. Oh Gott. Einmal rum. Da stehst du einfach auf einer Windturbine. Einfach so, ja. Flog irgendwo was? Da. Und dann das da. Und dann das da.
So, dann haben wir ja eigentlich alles aufgeräumt, ne? Ordnung. Endlich herrscht hier wieder Ordnung. Du hast den Sitz weggemacht. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte gerade so, hä? Aber das wäre, wenn dann auch ich gewesen. Ja, aber erstmal beschuldigen. Klar. Ist die beste Taktik. Erstmal die anderen. Dann gucken, was überhaupt passiert ist. Und dann feststellen, dass es gar nicht so war. Nein, alles gut. So. So, dann haben wir hier einen Sitz. Der kommt erstmal weg. Wer braucht sowas schon? Sitze. Pö. Sitze sind für Anfänger. So. Wo hast du denn hier jetzt das ganze komische Gedöns hier da gedönselt? So, wir machen mal dies. Dem Anhänger hinten geht's, glaube ich, nicht so gut. Warum? Lässt er den Kopf hängen? Oder welchem Hänger? Ja, der wackelt da hinten so rum. Welcher jetzt? Der hier oder der andere? Ja, der da hinten. Aber mag auch nur in meinem Spiel so sein. Nö, der wippt so ein kleines bisschen. Der ist ganz aufgeregt, der geht immer in die Knie und sagt, ja, los, endlich. Ja, den zweiten schaffen wir auch noch, ja. Sozusagen. So, dieses. Und dann noch sortieren. Und dann sortieren. Machen wir jetzt hier also eigentlich diese ganzen Generatoren dran? Was? Wer? Na, wir haben jetzt hier noch Generatoren, die machen wir dann an den anderen. Und dann haben wir hier noch Platz für zwei Windturbinen. Genau, zwei Stück. Eins, zwei. Eine habe ich. Und wo waren denn die anderen alle? Die zweite. Ich weiß nicht, ist die runtergefallen? Du hast so mit Windturbinen geworfen vorhin. Ich werfe nicht mit Windturbinen. Ach so. Nein, also eine ist an mir vorbeigepurzelt, die habe ich aber aufgefangen. Hä, was ist das denn hier? Was macht denn hier dieses Ding da drauf? So. Ach, das will noch dazwischen, okay. Das will auch noch dazu, ja. Das will mitspielen dürfen. Na, ausnahmsweise. Sieht irgendwie alles ein bisschen kaputt aus. So, dann haben wir... Ja gut, wir haben eigentlich alles, ne? Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis der Wind wieder kommt. Gut, uns fehlt jetzt eine Windturbine. Da wird es bestimmt jetzt dran scheitern. Nein, ich denke nicht. Also ich mache dann die kleinen Generatoren an und schließe den Truck hier an. Und du machst ich mache die ganzen großen, genau. Beziehungsweise warte... Ja, doch, das müsste eigentlich hinhauen. Ich halte mir dann schon mal... Ich sag Bescheid, wenn es hier dreht. Genau, ich drehe hier mal das Lager, damit ich hier gleich einen Kohlenstoff noch zupacken kann, wenn es sein muss. Ich sag Bescheid, wenn es hier voll am Durchdrehen ist. Durchdrehen? Ja, der Wind ist ja schon da, aber auch nur optisch. Oh, ich glaube. Jetzt? Okay, los. Okay. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Kohlenstoff bereithalten. Für wenn es hier gleich ausgeht. So. Nachgetankt. Okay, im Moment sieht es gut aus. Toi, toi, toi. Ich traue mich aber nicht, das zu sagen. Ja, wahrscheinlich bringt es uns ja eh nichts, ne? Weil wir haben es ja eigentlich schon. Also ich meine, so Doppel-Tetraeder gibt es ja eigentlich nicht. Und? Wow! Und wir haben... Schnittpunkt 3. Wow! Ja! Sehr, sehr gut. Quasi fast wie erwartet. Aber ich frage mich echt, wenn wir jetzt zu den anderen Tetraedern kommen, wenn wir die ob dann ob die auch so scheiße sind? Ja, ob die auch doppelt sind. Und weißt du, was ich mich dann noch frage? Na, weißt du, nein. Was? Nee, erzähl. Wenn die wirklich so übereinander liegen, ne? Und wir haben jetzt bei dem einen Schnittpunkt den unteren geöffnet und bei dem anderen den oberen, ob man da auch drauf achten muss, dass die quasi aus einer Instanz kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube. Ich weiß es, ich denke nicht. Vielleicht das Maximale, was passieren könnte, ist, dass du halt nicht reisen kannst oder so. Vielleicht. Boah, wäre das mies. Vielleicht ist es ja auch so, dass die oberen quasi einen Kreis bilden und die unteren einen Kreis. Das heißt, wenn du von dem oberen hier zu einem anderen Punkt reist, dass du auch bei dem anderen im oberen rauskommst und nicht im unteren. Hm. Weißt du, dass die in sich so instanziert sind. Aber ich hoffe, die sind dann miteinander trotzdem verknüpft.
Aber wir können ja dann, wenn wir beim nächsten sind, sagen, wir nehmen immer die unteren oder immer die oberen. Wobei, ja, wer weiß, vielleicht sind die unteren dann echt so mitten in der Erde oder so. Naja, mal gucken. Müssen wir rausfinden. Ich würde sagen, jetzt packen wir erstmal zusammen, fahren zurück und dann bauen wir das nächste Mal noch ein bisschen was Neues. Ja, was Neues. Neue Sachen.